Hallihallo, Hallöchen! Wir spielen wieder American Truck Simulator. Und die, was das ein bisschen verfolgt haben, wir sind in Idaho unterwegs und machen eigentlich Grusing Idaho. 5 von 11 haben wir. Wir fahren Tiefkühlgemüse. Und ja, ich hoffe, ich finde noch irgendwo was zum Schlafen. Ich habe nämlich noch nicht geschlafen. Also ich habe nichts gefunden hier in der Gegend und habe aber schon den nächsten Auftrag an der Backe. Und ja, ich dachte, wir machen erstmal weiter und schauen dann später. Ob wir vielleicht unterwegs noch irgendwie ein Plätzchen finden zum Pennen. So, also nicht ganz die Hälfte haben wir von diesem Event geschafft. Es gibt noch viele Kilometer, viele Meilen abzureisen. Wo sehe ich denn hier durch? Da. Bin aber schon langsam müde. Also ich habe noch 23 Stunden Zeit, um diesen Auftrag abzuarbeiten, aber ich weiß nicht, ob es reicht. Als ob die dann Film drehen. So, dann ist schon mal grün und ich sehe ein Flugzeug. Oh, jetzt ist rot gewesen. So, jetzt fahren wir nicht. Da ist die Polizei auf jeden Fall. Die nehmen uns nachher noch fest. So, wir brauchen auf jeden Fall dem nächsten Schlafplatz, ansonsten kommt es nicht gut, aber wir haben noch nicht mal unseren Auflieger geholt. So, es muss doch gleich in der Nähe sein. Stop. So, okay, den Auflieger, den haben wir gleich, glaube ich. Auch nicht. Wir haben nur das Einzige, was wir haben, sind ein Haufen roter Ampeln.
hat der für ein Problem? Jetzt muss ich den voll in die Eisen. Nächstes Mal. Naja. Vielleicht wird's einfach kein nächstes Mal geben für ihn. Okay, da sind schon wieder die Bullen. Ich bleib mal ganz ruhig, ne? So, wir holen unsere Lieferung wieder da, wo wir die andere abgeholt haben. Das hätte ich ja auch mir denken können. Aber die hätten wir ja wenigstens hier irgendwie einen Parkplatz zuweisen können. Das kommt auf jeden Fall nicht gut. Wollte ich's cool machen, aus dem Fenster gucken und das Ding ankoppeln? Ja, fuck dieses. Boah, ich bin komplett müde. So, der Kühler läuft. So, jetzt heißt es irgendwo einen Schlafplatz finden. Und vielleicht noch ein, zwei Meilen abreisen. Wollte gerade sagen, ich fahre vielleicht ein bisschen schnell, das gibt bloß wieder irgendeinen Schaden, wenn da irgendwelche Steine dran fliegen. So, gerade drüber, wie viele Meilen haben wir denn? 206. Auf jeden Fall mehr wie 100. Das sollte eigentlich funktionieren. Ich weiß, damit ich müde werde. Ich habe noch nichts gefunden, wo ich pennen kann. Den nächsten Parkplatz, Rastplatz, den werde ich natürlich anfahren, aber momentan ist einfach schwierig. Wenn ich nirgendwo stehen kann mit einem LKW, dann kann ich halt nirgendwo stehen.
auch schön. So. Wenn ich noch länger an die roten Ampeln stehe, dann werde ich auf jeden Fall irgendwann einschlafen. It seems like yesterday I heard people say, son, you were born astray, someday you'll settle down. I guess there'll come a time, maybe I'll toe the line. Right now I'm doing fine, rolling from town to town. I don't care where I ride, I'll let my feet decide. Do anything but don't ask that I hang up my rock and roll shoes. Hang up my rock and roll shoes. So, hier geht's jetzt auf die auf dem Highway. Show me a bus and I'll call it home. I don't want to change. I don't care where I ride. I'll let my feet decide. Do anything but don't ask that I hang up my rock and roll shoes. Hang up my rock and roll shoes. Oh, lonely. So, komm schon. When they put me in my grave. Wer hat denn jetzt grün hier? So, Meilen haben wir noch nicht runtergerissen, aber müde sind wir wie Sau. Komisch. So, das mal auf jeden Fall ein Highway, der ist recht groß. Ich weiß, damit ich müde bin. Gibt's da nicht irgendwie so Kaffeemod oder so? So, da kommt irgendwas zum Pennen. Soll ich hier raus? Ich glaube, ich fahre hier raus. Das geht einfach nicht anders. Ich bin komplett müde. Wow! Oh, verdammt schnell. Ja, wir haben was gefunden. Glaube ich jedenfalls. Genau. Weiß nicht, wo ich da durch muss. Hier stehen aber viele. So, ich werde mich mal ein bisschen wegstellen hier mit meinem Kühler. Das haben sie nicht so gern, wenn die halbe Nacht läuft. Geht das hier überhaupt? Jawohl. Boah, cool. Wir haben was zum Pennen gefunden. Wir fangen direkt an. Wir lassen die Musik quasi voll durchlaufen, denn regnet es natürlich. So, aber wir sind ausgeruht. Treibstoff haben wir noch. So, natürlich ist es dunkel.
so, ich vertraue jetzt einfach mal das Navi, obwohl ich der Meinung bin, das ist falsch. Aber nö, ich bin da raufgefahren und da wieder runter. Ja, das könnte doch passen. Das ist aber Regen. So richtiges Sauwetter. Oh, hier wäre auch was gekommen zum Pennen, aber das kann man ja vorher nicht wissen. Hat ja funktioniert. Genau, und für die Musik kann ich immer noch nichts, ne? Das läuft einfach live im Radio, wenn ich das aufnehme. Also ist es schon ein paar Tage alt, wenn ihr das hört. So, wenn ich hier schon Vollgas fahren kann, dann fahre ich auf jeden Fall nicht den anderen hinterher. Dann fahre ich hier vorbei. Liegen geblieben. So, die richtige Musik läuft auch. So, das Ding läuft einfach plus 65, ne? 65 Meilen. Ist jetzt auch nicht so langsam für einen LKW. Wir sind auf jeden Fall schneller wie die anderen. Die haben alle ein bisschen Schiss wegen dem Wetter, habe ich das Gefühl. So, ich habe das Gefühl, es geht leicht bergauf. Aber auf jeden Fall kommen wir voran. Das ist die Hauptsache. Meine Güte, und ich dachte, die haben gar keinen richtigen Highway, aber hier läuft's. Die Musik, unglaublich.
das Grün ist ein Alien oder was? Aus wie ein grüner Heißluftballon. Ist es, glaube ich, auch. Noch 83 Meilen. Aber jetzt sind wir ausgeschlafen, das sollte ja locker laufen, wenn der Highway bis kurz vorm Ziel geht, haben wir gar kein Problem. So, das zieht sich so hin. Hier ist auf jeden Fall alles ganz flach. Ich sag, hier sind so viele unterschiedliche geografische Gegebenheiten in Idaho. So, man hört, er wird lauter, geht leicht bergauf, er muss ein bisschen was machen. Überholen Sie jetzt, sonst ist es zu spät. Kraftwerk oder so, was da beleuchtet ist. So, mal noch ein bisschen frische Luft reinlassen.
Boccacello. So, dann sind wir auch schon da. Das hat ja mal funktioniert. Zeitlich im Rahmen geblieben. Oh mein Gott, was ist da am Radio los? So, halt die Klappe da im Radio. So, wo müssen wir das Ding hinstellen, ja? Dazwischen, das ist klar. So, mittlerweile bin ich so viel in Ohio unter Idaho unterwegs, damit meine Firma richtig gut läuft, weil ich mich nicht mehr einmische. Mittlerweile 1,8 Millionen auf dem Konto. So, packen wir das Ding noch ein. Okay, 6 von 11, also die Hälfte haben wir überstanden. Ich weiß nicht, ob ich gerade noch einen Auftrag machen will. Also wir müssen den natürlich einen machen. Und Autos hatten wir noch nie. Aber wir müssen ja, sag ich mal, die beiden Städte da noch anfahren. Okay, da waren wir. Idaho-Stelle waren wir noch nicht. Hedge oben waren wir auch nicht. Da waren wir, da weiß ich nicht. Also es gibt noch ein paar zu erkunden. Und das machen wir aber das nächste Mal. Ich sag erstmal danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.